boah Leute, ich könnte gerade mal wieder richtig explodieren. Da hat mich doch zum wiederholten Male die Frage erreicht, kann ich einen Baum nicht klein schneiden, kann ich ihn nicht klein halten? Boah, ich werde irre, wenn ich das höre. Das verfolgt mich jetzt schon seit 10 Jahren und jedes Mal ist die Antwort gleich. Warum ihr das nicht könnt und was ihr dabei beachten müsst, das kommt jetzt nach dem Intro. Bis gleich. Ja Leute, die sommerliche Hitze schlägt hier gerade wieder zu, deswegen habe ich mich jetzt zwischen die Obstbäume verzogen, um euch mal zu erklären, wie es sich mit dem Thema Kleinhalten verhält. Denn dieses Thema verfolgt mich wirklich schon seit 10 Jahren und wisst ihr, warum mich das immer so aufregt, wenn die Leute mich fragen, wie kann ich den Baum klein halten? Ganz einfach, das zeigt mir, dass man sich als Mensch schon ziemlich weit von der Natur verabschiedet hat und von den einfachsten Zusammenhängen nichts mehr versteht. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber leider ist das die Erfahrung, die ich und meine Kollegen im Berufsalltag leider immer wieder machen. Und zwar komplett durch die ganze Gründerbranche. Falls ihr Kinder habt oder keine, ist auch nicht schlimm, aber ihr kennt sie ja, dann fragt euch doch mal ganz einfach, kann man bestimmen, wie groß ein Kind wird? Nein, könnt ihr nicht. Es ist von der Biologie vorgegeben. Wieso kommt man dann bitte auf die Idee, eine Pflanze, einen Baum, die auch eine biologische Vorgabe hat, klein halten zu wollen? Dass das nicht funktioniert, sollte spätestens jetzt jedem klar sein, oder? Ich weiß, das klingt jetzt wirklich hart, aber zum Glück guckt ihr jetzt den Kanal hier. Hoffentlich habt ihr ihn auch schon abonniert und damit können wir das ändern, dass euch sowas nicht mehr passieren wird. Also Leute, folgendes. Wenn euch ein Baum zu groß wird, dann habt ihr grundsätzlich schon den größten Fehler beim Einkauf gemacht. Oder, falls ihr gar Neulinge seid, dann seid ihr einfach mal komplett falsch beraten worden. Der Baum muss immer passend zum Standort gewählt werden. Das heißt natürlich für euch, bereits beim Kauf solltet ihr auf die Höhe und die spätere Breite der Krone achten, beziehungsweise des Baumes. Macht ihr das nicht, habt ihr nach ein paar Jahren ein Problem. Und das wäre schade, gerade wenn man alte, wichtige Bäume wieder aus dem Garten entfernen muss. Aber macht euch nichts draus. Das passiert vielen Leuten, das kann ich euch aus Erfahrung sagen. Jetzt stellt sich natürlich für euch die Frage, wenn es schon passiert ist, was mache ich, wenn der Baum zu groß wird? Ist den Fällen wirklich die einzige Lösung? Die Antwort dazu ist wie immer bei vielen Dingen Jein. Den Baum zu fällen wäre wirklich eine ziemlich radikale Lösung und muss nicht unbedingt sein. Wenn das Kind aber jetzt bei euch schon im Brunnen gefallen ist, dann könnt ihr doch ein paar Dinge tun und die erkläre ich euch jetzt. Also ihr wisst schon, der Baum hat seinen natürlichen Habitus, Ausbreitungsdrang und diesen Standraum will er natürlich einnehmen. Jetzt könnt ihr 2 Dinge schon mal beachten. Das erste ist, entweder lasst den Baum höher werden, so kriegt ihr mehr Standraum, oder ihr lasst ihn breiter werden. Wenn das nicht geht, dann wird es knifflig. In diesem Fall müsst ihr natürlich schneiden. Was ihr aber auf keinen Fall machen dürft, ist im Winter schneiden. Lediglich der Sommerschnitt ist erlaubt, wenn ihr den Baum kleiner halten wollt und nicht noch im Wuchs verstärken wollt. Das hat was mit den Wuchsgesetzen unter anderem zu tun und wie der Baum mit seiner Energie haushaltet. Im Winter sind die kompletten Nährstoffe im Baum eingelagert. Die sind aber eigentlich dafür da, die komplette Krone zu versorgen. Das heißt, wenn ihr dann schneidet, geht die ganze Kraft später wieder in den Austrieb und was passiert? Buff, der Baum wird explodieren. Im Zweifelsfalle bis zu 1/3 größer werden. Das wollt ihr ja genau nicht. Das andere ist der Sommerschnitt. Der Baum betreibt gerade Photosynthese und lagert Stoffe zum Herbst hin ein, also im Spätsommer bestimmt, im Juli, August. Dann nehmt ihr eben diese Stoffe schon, diese Reservestoffe, er lagert weniger ein und treibt auch später aus. Deswegen machen auch Obstbauern in der Ertragsphase den Spätsommerschnitt und nicht den Winterschnitt. Handelt es sich darüber hinaus um einen Obstbaum, habt ihr noch mehr Glück. Denn dann könnt ihr durch die Hangregulierung noch mehr eingreifen. Das heißt, ihr lasst die Früchte drin hängen, ein Teil davon wird im Herbst mit abgeschnitten, also im Spätsommer. Und die Kraft geht da rein. Der Baum wird also im Wuchsverhalten gebremst, weil die Kraft in die Früchte geht. Ja, eine weitere Möglichkeit, den Baum im Wuchs zu bremsen, ist der sogenannte Wurzelschnitt. Auch das kommt aus dem Obstbau. Dabei wird der Obstbaum einseitig unterstochen. Ein Teil des Wurzelwerks wird entfernt oder abgeschnitten. Und somit stehen ihm nicht mehr so viel Nährstoffe und Wasser zur Verfügung. Und der Baum wird im Wuchs gebremst. Herrlich. Wisst ihr, was ich so gern am Sommer habe? Ist der Rosenduft. Und jetzt schaut euch mal an, wie toll diese Rose jetzt schon blüht und wie gesund sie ist.
Und dass das kein Zufall ist, das seht ihr zum Beispiel auch an dieser Rose. Diese blüht zwar noch nicht, aber schaut euch mal an, wie gesund das Laub ist. Oder bei der Rose hier. Ja, wie das mit dem Rosenschnitt funktioniert, habe ich euch ja schon im Frühjahr erklärt, im großen Rosenseminar-Video. Das habe ich euch hier oben unter dem i nochmal verlinkt. Ansonsten findet ihr es auch am Ende von diesem Video nochmal. Ganz wichtig beim Rosenschnitt im Sommer ist, das funktioniert nur mit öfter blühenden Rosen. Diese remontieren, deswegen nennt man es auch Remontierschnitt. Und nach 6 Wochen habt ihr eine neue Blüte. Dabei gibt es aber zu beachten, dass es 2 Arten von Blättern gibt. Nämlich die 5-teiligen und die 3-teiligen. Die habe ich gerade abgemacht. Und sowas bezeichnet man als gefiedertes Blatt. Aber erst das ist das vollständig entwickelte Blatt. Und das ist jetzt ganz wichtig. Denn Freunde, wenn ihr Rosen öfters blühen haben wollt, dann müsst ihr oberhalb des 5-teiligen Blattes abschneiden. Nicht des 3-blättigen, das lasst ihr in Ruhe. Oberhalb des 5-teiligen Blattes, das ist unterhalb des 3-teiligen. Und wichtig, weil das schon mal Thema war beim Weinschnitt, oberhalb wird geschnitten, niemals unterhalb. Denn dann treibt die Pflanze dort wieder aus und nach 5 bis 6 Wochen habt ihr wieder eine toll blühende Rose, wie ich euch jetzt auch noch mal kurz zeigen möchte. Also alles, was verblüht ist, das könnt ihr rausschneiden. Das hier sieht vielleicht für die meisten noch schön aus, das wird aber ein paar Tagen kaputt sein. Das wird dann rausgeschnitten. Das könnt ihr einzeln machen oder wenn die Rosen relativ zeitnah verblühen, so wie man es hier oben sieht. Hier sieht man die Blüten, die sind relativ zeitnah, werden die verblühen. Dann kann man natürlich auch einen ganzen Strunk davon rausnehmen. Und auch hier seht ihr wieder, hier ist das 5-teilige Blatt. Hier, also wird hier abgeschnitten. Es kann aber auch wie folgt sein, dass ihr hier solche Bündel habt. Dann wird natürlich auch wieder geguckt, wo ist das 5-teilige Blatt. Das hier ist jetzt ein 3-teiliges zum Beispiel. Also muss man noch weiter hinunter gehen. Irgendwo hier unten. Da müsste ich mich jetzt durchführen, das ist mit Kamera schwer. Findet ihr dann das 5-teilige Blatt und dort wird wieder geschnitten. Wenn ihr Rosen so pflegt, dann habt ihr auch einen solchen massiven Blütenansatz. Das mache ich seit Jahren und gibt das auch, wie gesagt, immer in den Rosenseminaren. Das ist wunderbar und keine Angst davor. Ihr könnt im Grunde bei der Rose nichts falsch machen. Das Einzige, was ihr machen könnt, ist dazulernen. So, und da ich wirklich weiß, dass viele Kundinnen und Kunden immer Angst hatten beim Rosenschnitt, kann ich euch jetzt nochmal 2 Anekdoten dazu sagen. Wenn ich meine Rosen schneide, dann zähle ich hier nicht 3 Blatt, 5 Blatt, dann wird ratzfatz geschnitten, kurz nach Gefühl, das passt. Ich weiß, ich muss oberhalb des Blattes schneiden, gut ist, das zeigt schon, dass man keine Angst haben, großartig haben muss. Ich sage immer, hartes Herz, scharfe Schere, also richtig reingehen. Die Rose verzeiht euch das. Was sie nicht verzeiht ist, wenn ihr fimpschig ranschneidet. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein rheinländisches Wort ist. Fimpschig bedeutet, ja, ängstlich. Ja. Und wirklich radikal reinschneiden, je stärker ihr das schneidet oder wenn ihr ordentlich schneidet, dann wird euch das die Rose danken. Das glauben die meisten Leute nicht, aber genauso ist es, sie wird gesünder, vitaler, die Pflanze kann das gut ab. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich kann euch noch dieses Video empfehlen, das ist nämlich das Rosenschnittvideo. Wenn ihr das nicht gesehen habt, solltet ihr das auf jeden Fall anschauen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Lasst uns die Welt was grüner machen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.